You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary hier auf meinem Waffenkrieger. Wir sind wieder mal unterwegs im Arati-Berg und ich spiele zur Abwechslung meine andere Skillung. Und zwar spielen wir erstens mal mit fokussierter Wut, zusätzlich natürlich unerschrocken und jetzt auch mal Aggressionsmanagement. Aggressionsmanagement deswegen, weil ich kurze Prozesse hier noch drinnen habe. Das heißt, alle meine Mates innerhalb von einer gewissen Reichweite kriegen auch noch meinen Kampfschrei. Und er hat zusätzlich nochmal 15 Sekunden kürzere Abklingzeit und anstatt kolossaler Sturmangriff probieren wir auch mal Klingen schärfen. Ich weiß, dass mit Focus Rage wahrscheinlich überhaupt nicht klarkommen, aber schauen wir einfach mal, wie das BG hier läuft. Probieren das Ganze einfach mal aus. Schauen wir, ob wir den Rogue kurz finden. Nein. Schade, der Versuch war da jedenfalls. Dann gönnen wir uns den hier. Switchen gleich mal auf den Dudu hier. Nee, okay. Warte mal, sind das beides Tanks? Echt jetzt? Oh mein Gott. Wir ziehen einfach mal Bladestorm hier. Damagen einfach mal beide an, was geht. Die zerlegen so lange einfach mich. Wir haben aber, glaube ich, keinen Heiler hier. Kann dem hier mal den Heal Reduce geben. Wobei, bringt jetzt auch nicht so viel. Kann hier nochmal Parry gehen und den Shout machen. Ah, die sticken einfach weiterhin auf mir drauf. Ah, ich kann mich mal verpissen. Und mal Reflect an, falls er mich grippen will. Nein, will er nicht. Der nimmt mich nicht aus dem Target. Ah, jetzt er. Jetzt hat er es verstanden, dass ich nicht mehr hier bin. Aber ich gehe mir jetzt einfach das... Jason wollte mich gerade verbinden. Ich nehme einfach das Ding in hier, das sieht mich eh voll. Wir sollten die, glaube ich, jetzt dann tot kriegen. Der Dudu ist endlich down. Der DK zerlegt hier, wie es aussieht. Focus Rage, jetzt können wir das hier ziehen. Das hier, bam. Und dann wäre es eigentlich... Oh Gott, die haben sich gerätzt. Hey Mann, die gehören natürlich zusammen. Gehen wir wieder auf den Dudu, der dürfte eigentlich keinerlei defensive Cooldowns mehr haben. Wir haben zumindest drei Basen jetzt mal. So, jetzt ist er nochmal tot. Schauen wir mal, ob sie jetzt besser läuft. Weiter in meinen Focus Rage Spam. Schauen, dass ich das nicht vergesse. Sloan wir den hier mal. Dann können wir hier wieder mit Klingen schärfen. Und gleichzeitig Mortal Strike. Und trotzdem mache ich halt nur einen 400k-Hit gegen ihn. Ist halt abnormal, was der gerade aushält. Execute, execute. So, jetzt haben wir ihn aber finally tot. Gibt's ja nicht mehr. Wir haben leider nur einen Heiler. Und der steht, glaube ich, bei der Schmiede. Das heißt, ich habe hier keine Chance, irgendwie Heilung zu kriegen. Ich hätte mir vielleicht vom Magiertisch ganz am Anfang irgendwas nehmen sollen. Ich vergesse immer, mir irgendwas zum Regen mitzunehmen. Jedes Mal. Vor allem, weil ich es halt so gewohnt bin, irgendwie Paladin oder sonst was zu spielen. Und mich einfach healen kann. Und jetzt vergesse ich das halt. Warum spielt man Double Tank im BG? Das geht halt einfach nur auf die Eier und die kriegen halt eh nichts tot. Außer den Demon Hunter, der halt mit 10% in sie reinhüpft. Was haben wir hier drüben? Was passiert hier gerade? Wir sollten auf jeden Fall gleich mal auf den Healer hier gehen. Dem können wir gleich mal mit geschärfter Klinge nochmal die Heilung verringern. Gut, er ist tot. Dann können wir den hier execute spammen. Gut, er stirbt auch einfach. Ich komme halt gerade an nichts ran hier. Slowen wir erstmal. Jetzt habe ich gerade keine Wut. Egal. Tod ist tot. Ich trage hier gerade nicht viel zu dem BG bei. Kann mich der Paladin heilen? Bitte? Dankeschön. Ein Holy Shock war da. Egal, ich laufe weiter. Brauche keine Heilung. Ich schätze mal, die zwei Tanks zergen nach wie vor auf dem Abgang Richtung Mine. Schauen wir vielleicht, dass wir noch den einen oder anderen rausnehmen können. Gut, gegen den habe ich keine Chance, dass ich ein One-on-One gewinne. Vielleicht versucht er mich zu grippen. Vielleicht. Please. Nein! Dieses Timing. Dieses Timing. Why so AIDS, Bro? Dieses Timing gerade. In dem Moment, wo ich den Reflect drücke, Alter. Geh weg von mir. Er charged mich nochmal als Toter. In dem Moment, wo ich den Reflect drücke, Alter. Was ist mit dem? Warum ist der so tryhard auf mir? Sagen wir mal Reflect rein. Die gehen gerade alle auf mich. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber es gefällt mir nicht. Habe ich schon wieder ein Leap ready? Nein, weil dann würde ich hier langsam mal weghüpfen. Verpiss mich hier nochmal ganz kurz ein bisschen mehr. Wobei unser Heiler ist da. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Damage in den Bär reinpumpen. Machen wir hier nochmal Shout. Wieder mal Dicky Mortal Strike. Und jetzt können wir Execute Spam hier. Bis zum geht nicht mehr. Rip you, my friend. Komm, please. Got him. Heal. Oh, them plays. Ich muss mich hier ganz kurz verpissen, bis unser Respawn hier ist. Wobei unser Paladin steht eigentlich da hinten. Ich stehe extra hier, damit ich in Heal-Radius bin. Er heilt mich aber nicht. Ich finde das echt nicht nett von dir gerade. Muss ich dir ehrlich sagen.
Ich, keine Ahnung, der hielt mich nicht. Late Storm? Nein, schade. Ich habe keine Ahnung, warum der mich nicht heilt. Ich glaube, der mag mich nicht. Ja, ich hätte gerade so viel in den Tod reißen können mit Bladestorm. Habt ihr gesehen, die waren 10-20% alle Leute. Ein Bladestorm mit Recklessness, das wäre alles tot wahrscheinlich. Ach, hätte ich nur irgendwas zum Regen mit. Irgendwas. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nichts im Inventar habe. Außer extrem unnütze Sachen habe ich im Inventar. Davon immer massenhaft. So, jetzt gehen wir wieder rein hier. Der Warlock hier hinten spammt uns gerade regelrecht tot. Wir fliehen hier einfach mal rein. Vielleicht sieht er an der Insee. Der sieht eine Insee. Dann vielleicht komme ich ran und habe irgendwie Wut. Nein. Klinge schärfen. Wieder nur 300k. Irgendwie will das nicht so recht. Jetzt gibt er mir Melee-Bubble. Ich habe gerade Siegestrausch. Warum kam der jetzt nicht? Können wir nochmal kicken. Dann Execute. Wieder Siegestrausch. Dann würde ich mir gern den Hunter hier mal schnappen. Hab leider gerade keinen ordentlichen Debuff hier. So geht's auch. Gleich wieder Klinge schärfen. Mit dem dicken Mortal Strike. Nein! 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 Komm her. Ich brauche irgendwo einen Kill. Hier. Siegesrausch. Noch ein Kill. Gift. Siegesrausch. Please. Nein, 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 nein. Warum habe ich den Siegesrausch bekommen? Dieser Überlebenskampf, Mann, das gibt's nicht. What the fuck, ey? Was ist dieses BG gerade? Ich komm gerade gar nicht drauf, klar, Mann. Ich brauch mal wieder einen Heiler als Ware. Ich hasse das, wenn ich ohne Heiler BGs spielen muss als Krieger, Mann. So, auf ins Gedümmel. Was gibt's hier? Die sind immer noch da. Was geht hier ab? Execute Spam. Babel. Dann slowen wir den mal. Verringern seine Heilung. Mortal Strike. 500k. Easy. Dann auf geht's. Nächster. Fuchs. Ja, erstmal in den Käfig stecken, wenn er eh schon tot ist. Kriegt man nicht im Käfig, kriegt er keinen Damage, oder nicht? Ich glaube. Wenn man einen Cage, glaube ich, als Demon Hunter, dann kriegt er keinen Damage mehr. Wird halt komplett rausgenommen. Ah, so. Endlich haben wir den Zerg aufgelöst. In der Zwischenzeit haben wir einfach Hof verloren. Wie ist das jetzt passiert? Gehen wir einfach mal ganz schnell zurück. Mine, lass mal allein, okay. Ich darf das nicht, weil... Was ist das für ein BG-Commentary, wenn ich hier verteidigen gehe? Ja, wir haben die Schmiede auch noch verloren. Okay. Interessant, da stehen nämlich drei Leute an der Flagge. Dachte eigentlich nicht, dass wir das verlieren können. Vielleicht, wenn ich Bladestorm kann. Hey, lass mich hier raus. Ich schaffe den Jump hier nie. Auf der anderen Seite schaffe ich es jedes Mal, aber hier schaffe ich es überhaupt nicht. Ach, was ist hier denn los? Hm. 600k geht ja. War zwar nicht bei vollen Aufladungen, aber egal. Nochmal, komm. Big Deeps. Den habe ich. Siegesrausch. Fuck. Oh mein Gott, warum verlieren wir jetzt alle Basen? Nein. Ach, die haben das noch immer nicht bekommen. Was für... Da deffen zwei Leute, oder nicht? Das gibt's ja nicht mehr. So, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Schmiede? Schmiede ist verloren vorerst mal. Das sind zwei Leute. Wir sollten aber das hier kriegen. Wie viele sind da gerade? Einer. Warte, was? Brauchen wir sieben Leute, damit wir einen kriegen. Okay. Das scheint gerade hier nicht mehr so funktionieren, wie es sollte. Die Tanks sind irgendwo da... Ne, können aus der Retri. Ich dachte gerade, das Bloody Cave ist da drüben rumdanced. Was haben wir hier in der Mitte? Hier ist... Hier sind alle. Okay, hier sind regelrecht alle. Die lassen wir einfach mal in Ruhe hier. Dann, ja, dann gehen wir irgendwo da drüben hin. Wobei, da dürfen auch noch drei, vier Leute. Wie gibt's das gerade? Ist unfair, die spielen mit mehr Leuten. Ach, unser Heiler inkt alleine. Ah, interessant. Ach, ja, gehen wir mal ganz schnell rein. Vielleicht können wir ihm noch helfen. Schaut, ist hier. Ich vier alles. Gut, jetzt scheint er wieder nicht mehr zu helfen, glaube ich. Jetzt verpisst er sich, glaube ich, wieder einfach gleich. Na, da geht er in die Bubble rein. Gerade noch so.
Harry bringt dir nichts, wenn du dich nicht zu mir drehst, wollte ich dir nur sagen. Falls der Zwerg meine Videos schaut, ne, wobei das sind alles englischsprachige. Komm her jetzt! Ich mach kein Damage mehr, das gibt's ja nicht. Was für... Mortal Strike, Execute, auf geht's. Nächster, Execute, Kick. Big Deeps. Bladestorm wir hier mal rein. Kann der Red jetzt mal sterben? Durch was healt er sich gerade? Der hat keinen Healer und nix. Und macht auch nix. Ich sehe das gerade nicht ein, dass der sich jetzt healt hier. Mit nix. Execute! Execute! Was für... Spielt er mit World of Glory? What the fuck? Wie hat er sich dauernd gehealt jetzt? Wie sieht's aus gerade für uns? Ich bin zumindest bei den Kills vorne. Wenigstens trage ich gerade irgendwas zu bei dem BG. Nachdem ich sonst schon nicht viele mache. Wir haben zwei Basen. Wir haben das hier schon wieder verloren. Anscheinend schon wieder gegen den DK. Unser Hunter hat das anscheinend nicht gehalten, glaube ich. Oder der versucht hier gerade zu inken. Eins von beiden. Hat hier anscheinend auch gerade verloren. So, jetzt darf ich wieder spawnen. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir den Hof jetzt wieder mal. Ich glaube zumindest, dass wir das Sägewerk vielleicht halten können. Wir haben Stelle. Und den Hof, glaube ich, kriegen wir auch gleich. Zwei Basen haben wir. Jetzt sind wir wieder vorne um 4 Punkte. Das wird so ein fucking knappes BG gerade. Wir könnten eigentlich Schmiede auch noch versuchen, weil der hier läuft weg. Ich schätze mal ganz stark, dass der Tank-Dudu da oben steht. Warum habe ich nur das bittere Gefühl, dass der da oben steht und alleine verteidigt? Spielen sie jetzt nicht mehr zusammen. Ah, Warlock ist hier. Warlock mit Low HP. Ach, wir kriegen den Cap schon. Schauen wir mal, ob irgendwas spawnt oder ob was inkt. Nein, wir kriegen auch den Cap nochmal. Das heißt, das haben wir auch. Wir haben 4 Basen zur Zeit. Können wir den Jäger gleich mal zerstören. So schnell wie es geht, damit hier kein Riesenzerg entsteht hier. Dann gehen wir uns den hier gleich mal holen. Die vieren wir alle mal weg. Stunt uns hier nochmal. Kicken wir ihn hier mal. Gehen wir gleich mal auf den Dudu hier. Okay, wollen eh nicht, wie es aussieht. Der Demon Hunter kommt mit seiner Mobility gerade nicht klar, was er hat. Nein, er leecht mich noch. Versuch mich hier noch zu verpissen. Kann nochmal Parry gehen. Bisschen Defensives habe ich ja noch. Gehen wir hier gleich mal auf den hier. Verringern seine Heilung. Big Mortal Strike. Inline. Der ist tot. Jetzt noch den Demon Hunter. Noch den zweitmeisten Schaden hier. Der ist auch tot. Einen haben wir noch. Fuck, ich gehe hier einfach drauf. Ich zerg der Shadow Priest hinten down. Vielleicht kann ich hier noch leinen. Ich dachte, der Pale hielt mich nochmal. Schade. Aber er hat mich gut supportet zumindest. Zumindest habe ich den Freedom bekommen. Wir haben 3 Basen wieder. Wir führen. Wir haben ziemlich gut mit den Punkten aufgeholt jetzt. Dadurch, dass wir kurze Zeit halt so viele Basen weggetappt haben, haben sie halt fast keine Ressourcen mehr bekommen. Wenn wir jetzt das eine Zeit lang halten, dann haben wir wenigstens nochmal ein bisschen Polster, falls wir wieder was verlieren. Weil wird wahrscheinlich gleich mal hier irgendwo sein. Wobei, warte mal, wir kriegen das hier, oder? Da ist der Tank, du da drüben. Aber hier noch DK. Unser Red lebt immer noch. Ach, wie gern würde ich jetzt mit meinem Retri spielen. Schauen wir mal. Die dürften aber drüben... Das Problem ist halt, dass die drüben wahrscheinlich den Respawn haben. Obwohl wir sie hier killen, glaube ich, spawnen sie trotzdem vorne. Wenn wir lucky sind, spawnen sie Hof. A-Stelle. Ich denke eher nicht. Nein. Gehe ich lieber nicht drüber. Bleiben wir lieber hier. Fangen wir lieber ab, bevor was rüberkommt zu uns. Ich dachte gerade, der Cap da einer. Warum? Ich dachte gerade, der Name ist roh. Egal, da drüben ist einer. Die 2 Tanks wieder mal. Oh mein Gott, Alter, was ist mit euch? Ich Bladestorm da jetzt einfach rein. Please! Execute Nummer 1, Nummer 2. Jetzt rätst er gleich wieder. Die haben auch noch nicht wirklich. Die könnten. Ja, der Retzer. Die könnten einfach. Zusammen, jetzt retzt er ihn. Safe Call. Ja.
Die könnten einfach so derbe auf die Eier gehen, indem die zu zweit eine Basis steffen. Was machen die? Die gehen irgendwas inken oder einfach zergen, wo sie keine Kills kriegen, weil sie halt Brot-Klasse spielen. Hab man ja vorher gesehen. Die sind vorher 2 Minuten auf mich gestickt, kriegen mich halt nicht down. Ich meine, irgendwann killen sie mich, ja, aber nur, wenn ich nicht weggehe von ihnen. Macht halt nur Sinn, eine Brot-Klasse zu spielen, wenn du halt irgendwie Leute versuchst aufzuhalten. Aber das ist ja nicht mal aufhalten, das war ja einfach irgendwas. Ah, wir können die Base drüben kriegen. Dadurch, dass die Sägewerke alle inken, deft natürlich hier nichts mehr. Wenn irgendwer mitkommt mit mir, please. Irgendwer nur. Irgendwer. Darf ich einfach... Der Try war da. Ich habe halt nichts mehr ready. Kann auch ein bisschen Damage machen, aber der Hunter spawnt und schießt mich mit Speerfeuern auf. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade probiert hatte. Ich dachte eigentlich, ich vier den einfach, aber hatte dann kein 4 ready. War dann irgendwie eine ziemlich dumme Idee. Egal, wir haben 3 Basen wieder, wir haben die eine zurückgetappt. Und es sieht mir ganz stark nach einem Win aus. Das heißt, wir machen noch eine letzte YOLO-Aktion. Wir chargen da jetzt einfach rein. Einfach nur, um ein bisschen Damage zu boosten. Oder vielleicht den. Den nehme ich mit in den Tod. Komm her. Ich nehme dich jetzt mit in den Tod. Habe ich gehört. Got him. Ziehen wir noch einen Parry. Bladestorm hier nochmal rein. Einfach nur so. Wenn man nochmal schaut. Vielleicht noch ein bisschen Damage reinpumpen. Nein, schade. Geiles PG auf jeden Fall. 850er Relikt brauche ich leider nicht. Wir sind zumindest bei den Kills ein bisschen vorne. 7-mal gestorben. Nichtsdestotrotz, geiles BG, hoffe, dass es euch gefallen hat. Auf der rechten Seite findet ihr die letzte Folge, auf der linken Seite könnt ihr abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. In der Videobeschreibung findet ihr alle restlichen Social Media Links. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich immer im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.